Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu den Back 9. Wir spielen die zweite Runde Q-School für die Korn Ferry Tour. Das heißt, wir wollen den Amateurstatus langsam verlieren und auf die Profitour gehen. Und dazu müssen wir uns qualifizieren und im Moment sieht es ganz, ganz gut aus, denn wir führen mit -7, 7 Unterpaar liegen wir in Front. Und ich denke, wir werden ja hoffentlich den Cut schaffen, wenn wir uns nicht ganz dumm anstellen und wenn es jetzt auch nicht ganz blöd und schief läuft. Und vielleicht kommen wir auch dann mit dem ordentlichen Vorsprung sogar rein. So, Freunde. Wir werden die Back 9 angehen. Wir stehen auf der 10 und jetzt gucken wir uns mal an. Ein paar 4 mit 375 Yards und das wäre natürlich herzallerliebst, wenn wir hier ordentlich zwischen die Bunker reinkämen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, geben wir Gas und tun den Ball hier ein bisschen reinfaden oder verlassen wir uns auf unser Hölzchen? So, jetzt muss ich mal schauen. Unter verlassen wir uns auf unser Hölzchen, dass der den hier einfach sauber reinbringt. Wir machen es mit dem Hölzchen und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Okay, die Kurve nimmt er ordentlich an und wird vermutlich relativ schnell zum Liegen kommen, sodass wir auf dem Fairway liegen. Jo, Second. The pin is in the front right part of the green. So. Und es geht ein bisschen und es ist bergauf. Eisen 9. Eisen 9. Wenn wir hier landen, dann läuft er sowieso nach rechts. 20 Fuß nach oben. Okay. Müssten wir eigentlich ein Eisen mehr schlagen. Ha. Okay, wir werden es mal versuchen, was er da spricht. Er geht ein bisschen nach rechts und er ist zu kurz, wie zu befürchten war. Okay. That's got to be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. Ja, wir stehen auch noch ein bisschen über dem Ball. Slash this softly onto the green. So, wir werden natürlich wieder picken. Okay, 8 Fuß. Okay, wenn er aufkommt, geht er nach da, aber auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, wir stehen über dem Ball. Der Ball geht dadurch eigentlich automatisch nach rechts. Ja, wir schauen mal, wie das sich hier jetzt darstellt. Ja, komischerweise dann doch nach links. Ja, wir haben auch vorne, man sieht. Ja, im Durchschwung haben wir dann doch ein bisschen verrissen. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Es geht wieder bergauf, 3 Inches. Ja, das Ganze entscheidet sich immer ein bisschen auf den Grüns. Ja, der kriegt da vorne, dann ist es eine kleine Welle und dann bricht er nach rechts. Okay. Ja. It's a par here at the 10th. And he's going to stay two clear of the field. So. Oh, da rückt uns jemand auf die Pelle. Bay Hill, this at the par 4 11th. It's 438 yards. You want to sort of take this one around that lake on the left. But keep in mind, if you're too far right, then those fairway bunkers could become a problem. Ja, die Fairway Bunkers, die sind natürlich dazu da, um uns ein Problem zu machen, aber das ist ja für alles nur, was richtig rechts wegfliegt. Im Prinzip einfach nur gerade aushauen. So, wir gucken wieder mal hier und wir werden den flach schlagen, damit er ein bisschen rollt.
Ja, ein kleines bisschen trauen wir uns nach links. Ja, das sollte doch hier kein Problem darstellen. Ja, ein kleines bisschen fällt das Fairway nach links, aber... So. Second shot here at number 11. Another good looking shot, not unlike the third hole with water along the left. What's the right way to play this? Obviously, you'd like to walk off 11 with three, but four here never really hurts the scorecard. This is one hole you sort of play with an orange light feeling. A little right of the flag, that's absolutely fine. So, es grün liegt wieder etwas erhöht. Eisen 8. Das können wir relativ schnell zum Liegen bringen. Okay. Ja, nimmt. Ja, doch, er geht Richtung Stock. Ja, da hätte man ein bisschen mehr machen können, aber ist okay. Safely on the green and a birdie chance. A birdie putt here at the 11th. Well, and he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Hm. Ja, der geht schon wieder deutlich nach oben. Und am Anfang breakt es nicht so sehr. Und dann, wenn er langsam wird, dann breakt er. Und er wird ja relativ schnell dann nach vorne langsam, weil es ja berghoch geht. Oh, needed just a little bit of a turn, but that will somehow stay right on the edge. Ja, da haben wir uns wieder nicht getraut, ein bisschen Gas zu geben und dann beziehungsweise mehr anzuhalten. So that brushed in for par here at 11, and this will remain a one-shot advantage. So, jetzt müssen wir mal gleich ins Leaderboard schauen. Ja, der Herr Sawabe, der kommt hier, der robbt ran. Par 5, 12. How critical are the par 5s if you're trying to put a score on the board here at Bay Hill? They're crucial, Rich, because the par 4s are very, very difficult. So anytime you get a par 5, really got to take advantage of it. So, wieder ein paar 5. Das heißt, da werden wir wieder versuchen, möglichst dicht ranzukommen, um mit dem dritten schön an den Stock zu pitchen. Aber jetzt muss ich mir trotzdem mal anschauen, was das für ein Kollege hier ist. Hiroshi Sawabe, der ist an der 13, hat auch schon 3 unter. Also das heißt, der war sowieso schon dicht bei uns dran. Okay. Dann lassen wir uns mal über... Ah! Projected Cutline, das sehe ich auch. Ja, man sieht es, ja, hier sieht man es noch gar nicht, aber hier Projected Cutline ist bei plus 3. Also da muss dann schon sehr, sehr viel schief gehen. Ich denke, wir kommen auf jeden Fall ins Wochenende. So, aber wir müssen jetzt hier wieder gucken, wie wir hier an den Bunkern vorbeikommen. An den Bunkern vorbeikommen. Oh ja, ich glaube, waren wir da nicht schon mal drin? Ah, sehr schön, der ist lang genug. Ja, jetzt rennt er in den anderen Bunker. Nein. Dankeschön. So, das Holz 3, aber da vorne wird es ganz schön eng. Ja, wenn man den natürlich gut trifft mit dem Rückenwind, dann könnte man das hinbekommen, dass er eventuell hier das Fairway langrollt. Ja, okay, ich meine, im dümmsten Fall landet er im Bunker, aber ein Pitch vom Gras wäre mir halt eigentlich... Ach so, jetzt sehe ich gerade. Ach so, ja klar, Eisen 4. Ja, wir müssten dann schon mit dem Holz schlagen, aber dann da hinten, man sieht's, da hinten ist wieder alles rot. Hm. Den auf dem Grün zum Liegen zu bringen, der wird dann eigentlich hier links runterrollen und dann, nee. Nee. Okay. Wir hauen den einfach nur hier rein. Ja, Hybrid könnte schon wieder zu viel sein. 233. Ja, es wäre halt schon cool,
Es wäre halt schon cool, wenn wir den ein bisschen hier reindrücken könnten. So. Ja, startet sehr weit rechts und geht Richtung Bunker. Nee, das war zu wenig. Das war deutlich zu wenig. Okay. That second shot got all the way down by the green, but in the bunker. So we'll have to see what the explosion shot can do from here. We really need a birdie right now. So, jetzt ist wieder so eine Sache. Wie kriegen wir das am geschicktesten hin? Wir könnten das jetzt tatsächlich mit dem... Ja, aber das ist genau der Punkt. Wenn der zu lang rollt, dann rennt er hier raus. Dann rennt er hier raus und dann haben wir Trouble. Besser wäre natürlich hier. Natürlich wieder mit dem Pickshot. Ah. Yep. Nochmal schauen. Ja, okay. Eigentlich ein bisschen kürzer. Ja, wir versuchen den ein bisschen höher anzuspielen. Komm, bleib liegen. Okay. Okay, a good out, and that's what will remain for birdie. So, dann schauen wir mal, was die Linien sagen. Okay, es ist eine Birdie-Chance, würde ich sagen. Wir müssen erst ein bisschen den Berg hochspielen. Und dann tut sich eigentlich alles nach links. Aber das Problem ist, dass er zuerst ein bisschen links, okay. Linke Lochkante, da kann eigentlich nicht dran vorbeilaufen. Das kann er eigentlich nicht tun. Oh. Okay, that's still gonna be a good 4 feet though coming back. Ja, wäre langsamer gewesen, wäre er noch weiter dran vorbeigelaufen. Und jetzt war er genau zu schnell, um noch zum Loch zu kommen. Da hätten wir also doch ein bisschen mehr. Ja, also das sieht man jetzt immer häufiger, finde ich. Eben genau dieses nach dem Update mit dieser Cup Physics, dass er jetzt häufiger übers Loch rüberläuft, über die Kante und nochmal ein bisschen bricht und so. Schade, das war natürlich eine gute Chance. Okay, es geht berghoch. Es war natürlich eine gute Chance jetzt für einen Birdie. So, eigentlich dürfte jetzt hier nichts passieren. So ein bisschen. And missteps there. It is a par here at 12. And the lead's gonna remain 2. Frank, this is an interesting hole. It's par 4, 13th, and it isn't necessarily a driver off the tee. What are the options? Yeah, you break it down. 250 off the tee leaves 120. There's nothing wrong with playing the hole that way. You get a little overambitious here and run out of fairway. That second shot over water. Whoa. So, die Fahne steckt diesmal ganz hinten rechts. Das heißt, da müssten wir dann höchstwahrscheinlich reinfaden. Mit dem Driver werden wir da, glaube ich, nicht reinschlagen. Oder 275? Nein, die Gefahr ist... Da vorne haben wir ja ein bisschen Rough. Und eigentlich haben wir Gegenwind. Wir können natürlich hoch anspielen, aber auf der anderen Seite wozu? 250. Ja, Mitte grün. Und wir können ja zum Stock laufen lassen. Ja, wir werden ihn auf jeden Fall ein bisschen flacher spielen, damit er ein kleines bisschen noch hinrollt. Ja, das geht ein bisschen zu den Bunkern hoch. Ja, genau. So ein bisschen trichtermäßig hier. Das müsste eigentlich ein Pitching Wedge sein, ja. We say hello to Iona Steven. Yeah, the pin, 136 is the number we're looking for, and the pin right at the back. So. Ein bisschen faden. Und dann sollte doch ein Pitching Wedge relativ schnell zum Liegen kommen. Ja, okay.
It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Ja, hätte man ein bisschen mehr Gas geben dürfen. Very long putt though. Got to be a little careful if it gets away on him. So. Viel Break haben wir nicht, aber das Break werden wir, denke ich, schon wieder spüren. Der wird vermutlich wieder am Loch vorbeilaufen, gerade so über die Kante. Ja, da vorne wird es dann weniger Break. Das heißt, da muss hier am Anfang relativ zügig rüber. Ja, der geht, das ist... Also der ist ja sofort... Ah ja. Ja, vermutlich wieder... Schlecht geputtet, man sieht es an der Linie. Schlecht geputtet. Nicht gerade durchgezogen. So. Ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil das sind eben so, ich sag noch, die verhältnismäßig einfachen Putts, weil sie noch relativ gerade laufen. Und da müssen wir halt eigentlich gucken, dass die Dinger reinkommen. Well judged, that is in for par here at 13. Ja, hat mich aber trotzdem ein bisschen irritiert, warum der so schnell nach links weg ist. Gut. Ja, diesmal laufen die zweiten neun nicht ganz so gut wie in der ersten Runde. Avoid the bunkers left and long here and your chance at par certainly increases. Ja, aber solange wir par spielen, verlieren wir wenigstens nicht allzu viel. So, mit dem Wind, 9 hoch. Und er will, dass wir ein Hybrid schlagen. Er will, dass wir ein Hybrid schlagen. Ich will eigentlich hier über links kommen. Und ich will den etwas höher anspielen. Etwas höher anspielen. Wir haben ein bisschen Gegenwind, Rückenwind. Ja, man sieht es hier vorne, ist halt schon wieder die Welle hier. Das heißt, wenn der hier irgendwo aufkommt und dann versucht hier hochzurollen, dann wird er auf jeden Fall wieder nach links getrieben. Also wir müssen halt schon schauen, dass wir hier oben auf dieses Plateau kommen. Das ist die Kunst. Wir haben etwas Gegenwind. Mit dem Hybrid geht einigermaßen. Rückenwind. Okay, aber dennoch spielen wir den hoch an. Ah, geht sofort wieder nach rechts. Und hat Speed drauf ohne Ende. Wieso hat der so viel Speed drauf? And that will be too much club. It's into one of those two bunkers over the back of this 14th green. Ja, habe ich mich bei dem Schlägertyp. Habe ich mich beim Shot-Type etwas verdrückt? Kann das sein? Okay, hilft nichts. Müssen wir damit leben. Man kann eben halt auch mal einen Fehler machen. So, jetzt müssen wir wieder schauen, wie wir das am geschicktesten hinkriegen. Ja, das mit dem Blast. Okay, versuchen es mal, weil es geht ja ein bisschen zum Stock runter. Okay, er wird rollen, er wird nach links rollen. Ja, schlechter, okay. Und ein bisschen hoch anspielen. Ja, ich denke, damit können wir leben. Oh, nearly hold that one out. Just needed another foot or so, but an excellent job there. Damit können wir leben. No issues there. It is a par here at 14. And this will stay a one-shot lead. So, one-shot lead. Er ist an der 16, beziehungsweise durch. Need to maybe make something happen. How difficult is that with such a huge dog like here? Once again, make sure you know the distance to carry the bunker or run out. You got to play to your strength.
Ja, das ist jetzt wieder diese Geschichte, wo man uns überlegen muss, haut man den da über den Baum rüber rechts vom Bunker? Ne, also man sieht es hier, da ist der Bunker und da vorne bei zwischen 150 und 100 Yards, also bei 125 ist dieser Baum. Ja, aber das ist natürlich schon eine ganz schöne Strecke. Aber es hat natürlich einen Grund, warum hier dieser Bunker so geschickt drin ist. Wenn es geradeaus durchrollt, sind es 312 Yards. Okay. Wir gucken uns das Ganze nochmal hier. Ups, wir gucken uns das mal nochmal an hier im Leaderboard. Er ist an der 16 durch, minus 3. Und alle anderen hinten dran sind im Clubhaus. Es ist also nur noch der Japaner. Okay. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja, es ist halt so, dass hier logischerweise geht es Fairway runter. Und man will natürlich nicht bis da runterlaufen. Also der Ball darf nicht bis da runterlaufen. Weil sonst haben wir das Problem, wenn er unter den Bäumen liegt, haben wir keine Chance eigentlich, den... So, deswegen werden wir den hier ordentlich faden. Dass er dann eben... unter den Bäumen liegt, dann haben wir keine Chance, aufs Grün zu kommen. Schade, beinahe hätte er es gepackt. Ein Meter weiter links. So, ach du Schande. So, das müssen wir nochmal gucken. Also hier ist eigentlich Platz, oder? Ist da Platz? Der müsste doch eigentlich hier über die Bäume kommen. So, jetzt heißt es einfach nur aufs Grün kommen. Okay, wir haben Wind. Eisen 8. Ja, okay, wir müssen schon das Eisen 7 schlagen. 84 bis 92. Das Problem ist halt hier, aber wenn ich es richtig sehe, müssten wir drüber hinauskommen. Er müsste drüber hinausgehen. Okay. Er hat natürlich dann keinen Spin. Okay. Springt drauf. Okay, sehr schön. Not the best shot we've seen today, but when you consider that was set out of the fairway bunker, it certainly gets a pass grade. A lucky birdie here at 15. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Ja, da sehen wir, hinter ein Loch geht's dann ziemlich runter. Das heißt, wenn wir zu sehr über das Loch hinaus putten, dann rennt der uns da rechts runter in diese Senke. Und ich muss sagen, ich bin schon mal froh, dass wir im zweiten auf dem Grün sind und somit eigentlich eine gute Chance haben aufs Par. Und das sollten wir eigentlich jetzt nicht... Okay. Ja, wie gesagt, also das ist relativ. Aber man sieht, dass es natürlich den Berg hoch geht und gleich danach geht es dann runter. Okay. 6 Inches, aber wir müssen eigentlich da hochspielen. Aber vorsichtig da hochspielen. So. Am Anfang geht es ein bisschen rechts und vorne geht er dann rechts. Am Anfang geht es erst links. Aber das dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Und vorne geht er dann auf den letzten 3 geht er rechts. Gut. Also wichtig wäre, dass er einfach am Stock liegen bleibt. Und definitiv nicht drüber hinausrollt. Und das tut er auf gar keinen Fall. Also den haben wir wirklich zu kurz gelassen. 3 Fuß, oder? Oh, 5 Fuß. Aber das sollte doch jetzt nicht allzu viel anbrennen. Haben wir denn noch eine Steigung? Ja, wir haben noch ein bisschen Steigung. Okay. Yeah, good putt. That's in for par here at 15. And he'll remain right where he is. Ja, manchmal muss man sich auch über ein Pärchen freuen.
Back on the tee here at the 16th, Frank, lay it out for us. What's ahead on this hole? Well, even though there's two bunkers, one on the left and one on the right, it's the shortest of the four par fives. You can almost take those out of play and have just a mid-iron in here. But we all know what's coming up. So, das ist ein sehr, sehr schönes Loch. Ich glaube, ist es nicht auch ein paar fünf? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ja, ein paar fünf. Das heißt, da haben wir eigentlich die Möglichkeit, eventuell mit dem zweiten tatsächlich den Ball aufs Grün zu bringen, um nochmal einen Birdie zu spielen. Dazu müssen wir ihm aber hier schon einen mitgeben. Lasst mich nochmal gucken. Natürlich wäre es von Vorteil, wenn er möglichst weit rechts kommt. Okay. So, dann werden wir den auch möglichst flach spielen, damit er auch Gas kriegt. Also, dass er noch ein bisschen rollt. Ja, okay, mehr ist nicht drin. Das sind 269 Yards Carry. Kommen wir auf 300. 296. Okay, jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier den aufs Grün bringen. Er bietet uns ein Eisen 4. So, ein Eisen 4. Ah, ist halt alles schon wieder sehr gefährlich. Das Hybrid. Okay. Okay. Im Zweifel halt. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Ja, hier fällt es halt ein bisschen nach links ab. Ne? Also wenn er hier in die Falsefront kommt, dann haut er uns nach links ab. Aber ich würde halt schon gerne ein Eisen spielen. Wir werden das lang spielen, das hilft nichts, wenn es hier aufkommt. Okay. Zack. Ja. Tja, es ist halt schwierig. Besser hier. Da haben wir ein bisschen mehr Luft. Ja, geht schon wieder gleich rüber. Aber kommt zumindest auf dem Grün auf. Hat natürlich Speed und rollt natürlich durch. Okay. Ja. Aber hätten wir den höher gespielt, wäre schwierig geworden. Aber wir können jetzt hoffentlich gut ranpitchen. So, da vorne geht es dann ein bisschen runter. Aber es ist alles relativ gerade. 32, 27, 26. Wenn der da aufkommt, kriegt er einen kleinen Kick. Ja, das ist gerade wieder so ganz grenzwertig. Ganz grenzwertig. Bisschen höher. Ja, okay. Ja, ist ein bisschen zu viel. Also für ein Birdie wird es jetzt... müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt hier vorne darstellt. Okay, Level. Wenig Break. Haut er uns dann wieder gleich ab. So. Bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Straight into the cup. Well done. That's a birdie here at 16. And he draws three shots clear on this Friday. So, sehr schön. Der andere hat nochmal einen Schlag verloren. Yards und das Ding hängt natürlich ganz hinten und wenn ich das richtig gesehen habe,
Ja, wenn man den da hinten reinspielt mit einer Kurve, dann kann der da hinkommen, aber den müssen wir eigentlich irgendwo hier zum Landen bringen. Den müssen wir hier, und dann haben wir wieder das Windthema. Ich meine, wenn er im Bunker landet, ist okay, aber er sollte halt nicht im Wasser landen. Ich bin gerade hier am Überlegen. Augenblick. Das ist jetzt Wasser hier, ne? Blick. Oh. So. Ja, das sieht ein wenig komisch aus, weil eigentlich, ich meine, der Bunker geht ja nicht, das ist ja nicht wie am Strand, oder? Normalerweise müsste da eine Trennung sein, weil sonst läuft ja der Sand weg. Also da müsste normalerweise irgendwie eine Kante sein. Aber okay, sei es drum. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir den hier vernünftig reinkriegen. Das Hybrid hoch anspielen. Ach du Schande, nicht, dass wir das da hinten sehen. Da hinten hat es ja auch Wasser. Wenn der zu lang ist. Wenn der zu lang ist. Eisen 4. Ich meine, wenn der jetzt hier zum Landen kommt, dann ist das ein Monsterputt. Das geht zwar ein bisschen bergab. Meine, im Zweifel läuft er da hinten in den Bunker. Aber ich habe jetzt echt einen Schmerz mit dem Hybrid. Nachdem der vorhin schon so komisch durchgelaufen ist. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. So. Ja, das sieht eher nach hinterem Bunker aus, oder? Ja, das sieht nach hinterem Bunker aus. This is a common result. The 17th is a tough green to hit, and that will make its way into the back bunker. So, was sehen wir hier vorne? Es geht ein bisschen runter. Es geht ein bisschen runter, und da vorne geht es eher ein bisschen nach links. Aber eigentlich ist es jetzt von hier aus gesehen relativ okay. So, 27. 22. Ein bisschen höher anspielen. Aber sowieso vorhin sogar ein bisschen zu lang, ne? Zu lang will ich den eigentlich nicht haben. Springt er wieder nach rechts. Ja, ist doch zu lang. Deutlich zu lang. Was sind das? 8? 11? Oje, oje, oje. How quick that was. Very difficult to get that to stop, even out of the sand. And that race is right on by. So, jetzt sieht man es wieder ganz schlecht, aber es ist ein Break da. Es ist Level. Wir müssen wieder ums Paar kämpfen. Der muss eigentlich brechen. Der muss brechen hier am Anfang. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass es dann doch wieder zu wenig ist. Okay. Ah, da geht links vorbei. Es ist zu wenig. Schade, schade. Haben wir uns doch noch das Bogie eingefangen. Ja, wir holen es. Wir fangen es uns sehr häufig, finde ich, an den Part 3s ein. Weil man halt einfach bei 220 Yards die Grüns nicht treffen, den Ball nicht aufs Grün bringen, meistens. Das ist immer das große Problem. Da schauen wir gerade nochmal. Ja klar, an der 7 Par 3 haben wir uns das Bogey eingefangen und jetzt wieder. So. Frank, how good is this 18? Well, it's good because it makes you scratch your head. If you look at your score, your own personal score, and then fast forward, you've made a big mistake. So, da kommen wir ja, glaube ich, gar nicht bis zum Wasser mit dem Driver, also müssen wir uns da gar keine so großen Sorgen machen. Die Fahne steckt in der Mitte, das ist insofern ganz okay und ganz fair. Da kann man dann beides machen, nach hinten und nach vorne.
So, okay. Also eigentlich kommen wir nicht bis zum Wasser. Das heißt, wir können den da hinspielen und der Wind sollte den noch ein bisschen rüber treiben. Ja, gut ist natürlich, wenn er im Fairway liegen bleibt. 179 Yards ist noch ordentlich. Das müsste dann sein ein Eisen 7, ja. So. Ja, das... Das Thema ist natürlich klar, wenn er zu kurz ist und uns hier in die Steine fliegt. Wenn er zu kurz ist und uns in die Steine fliegt, haben wir ein massives Problem. Auf der anderen Seite müssen wir den auch zum Liegen bringen. Ja, der fällt doch hoffentlich schön runter. Ja. Okay, das ist gut. Ja, das war ein solider Schlag. Ja, und wir sehen, oje, oje. Ja, das ist echt ein Break. Also da haben wir wieder richtig Action und ich vermute, da müssen wir jetzt das mit 4 machen. So, ich will noch mal ganz kurz reinschauen ins Leaderboard. Also, da wurde eine 70 gespielt, eine 69, eine 71. Gut, wir sind jetzt auf was? Wir gehen, das ist ein Par 72 meines Wissens, auf 69. Also wir sind absolut hier konkurrenzfähig. Und jetzt sollten wir halt wirklich versuchen, auch das Par hier reinzubringen. Wir schauen noch mal kurz auf die Scorekarte. 2, 4, 5, 3, ja, 36, ein Par 72. Okay, das sieht nach einer 69 aus. Also prinzipiell muss das machbar sein, denn wenn ich richtig sehe, geht es ein kleines bisschen runter, aber nicht allzu viel. Und den müssen wir doch mindestens an den Stock bringen. So, das sind jetzt 29 Yards. Vorhin hatten wir hier mit etwas mehr als 3. Okay. Es ist aber deutlich kürzer. Ja, der wird natürlich erst langsam, weil er den Berg hochrollt und dann kriegt er wieder einen Kick und rollt wieder runter. Also es geht, wie gesagt, darum, den Ball einfach nur an den Stock zu bringen. Ja, komm, komm, komm. Ja, er kriegt nicht genug Speed, dann runter bergab. Okay, aber jetzt geht's nur bergab. Deswegen machen wir hier ein bisschen kürzer, ein bisschen nach links. Und dann sollte doch das Par drin sein. Sehr schön. So, will this be the week that our featured golfer claims that first ever title? Frank, it's looking promising through 36 holes. It is, and to just make that final leap to become a winner on the PGA Tour. Well, that's what's in front. It seems simple, but the last bit is the most difficult. So that's a wrap for all of us at EA Sports PGA Tour. Thanks for coming along. We'll see you next time on the road to the Masters. Ja, Road to the Masters, da sind wir hin, aber nicht mehr in dieser Saison, sondern erst wieder nächste Saison, weil das Masters haben wir ja schon ein bisschen vergeigt. Gut, wir schauen nochmal auf die Scorekarte und wir schauen auf unseren Quest, also Finish the Tournament at Even Par or Better. Das sollten wir doch hinkriegen können, weil der Platz, wir kommen damit zurecht, wir können den Platz unter Par spielen. Wir haben jetzt 7 unter Par, das sollte doch funktionieren. Und Finish Top 80 oder besser, auch das sollten wir doch hinkriegen, weil wenn wir mal aufs Leaderboard schauen, dürften es doch eigentlich nur noch, naja, okay, da müssen wir jetzt unheimlich scrollen, aber
plus 3. Wir werden es dann sehen. Dürften es ja gar keine 80 mehr sein. Ob wir jetzt die Q-School Tournament gewinnen, das lassen wir uns die nächsten Runden dann uns überraschen. Ob wir dann es einfach schaffen, hier diese Bogies ein bisschen zu reduzieren an den Par 3s. Wir müssen an den Par 3s einfach ein bisschen besser, konzentrierter auf die Grüns kommen. Nichtsdestoweniger, Exit. Und wir schauen mal, wie viele Pünktchen es wieder gibt. So, 19.420, das ist schon so ein bisschen fast ein Standard. 11 Pars haben wir gespielt, 13 Green in Regulation, 13 Fairways in Regulation und 5 Birdies. Okay, wunderbar. Ich bedanke mich an der Stelle wieder mal recht herzlich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die zweite Runde. Wir haben den Cut geschafft und sind ganz vorne mit dabei in der Qualify School für die Korn Ferry Tour. Das heißt, wir wollen dann demnächst hier bei den Profis mitspielen und dann ums große Geld, hoffe ich. Naja, Korn Ferry ist noch nicht das große Geld, aber auf jeden Fall wird es dann schon interessant. Nichtsdestoweniger bedanke ich mich wie immer bei euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit, für das Zusehen. Würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr Kommentare schreibt und natürlich auch ein Däumchen da lasst. Und wem das Ganze gefallen hat und interessiert ist an Golf im Allgemeinen oder an Golf hier als Spiel bei EA Sports PGA Tour, darf auch gerne ein Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich und wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.